Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen nur eine Website vorstellen, mit der Sie Ihren Standardbrowser oder natürlich alle Browser, die Sie einsetzen, auf Schwächen hin überprüfen können. Ich mache hier jetzt gleich den Rundumschlag und teste den Firefox 3.6, den Iron 4, was dem Google Chrome Browser 4 entspricht, den Internet Explorer 8, den Opera 10.10 und Apples Safari 4.04. Aber unabhängig davon, wie das Ergebnis jetzt gleich ausfallen wird, man muss objektiverweise wohl sagen, dass das hier nur eine Momentaufnahme ist. Schlüsse auf das Allgemeinverhalten des Webbrowsers lassen sich nur schwer ziehen. Für den Firefox, den wir hier normalerweise einsetzen, kommt so ungefähr einmal im Monat ein Update. Und bei den anderen Webbrowsern wird es nicht ganz anders sein. Deswegen ist also durchaus möglich, dass Ihr Lieblingsbrowser jetzt hier gleich total versagt. Aber wenn Sie das Video eventuell erst später sehen, ist dieser Webbrowser eventuell schon x-mal gepatcht worden und insoweit verliert das Ganze dann wieder natürlich seine Aussagekraft. Der Umkehrschluss ist ebenfalls möglich. Ihr Webbrowser besteht jetzt hier gleich mit Fahnen und Trompeten. Sie benutzen allerdings in Ihrer Installation ein Add-on oder ein Plugin und das macht die ganze Geschichte eventuell wieder unsicher. Soll heißen, Sie müssen den Test zu Hause nachvollziehen, wenn Sie für sich sinnvolle Ergebnisse haben wollen. Die URL für den Test lautet http://bcheck für browsercheck.scanit.be. Wir werden dann automatisch weitergeleitet auf das Unterverzeichnis bcheck und hier haben wir jetzt einige Grundinformationen zum einen wird erkannt, welchen Webbrowser wir nehmen. Gut, das ist jetzt relativ unwichtig, ob man das richtig erkennt oder nicht. Es wird geschrieben, dass wir ein Cookie auf unserer Festplatte gespeichert bekommen, für den Fall der Fälle, dass der Webbrowser abstürzt. Dann ist er beim zweiten Test in der Lage, dort weiterzumachen, wo er halt vorher abgestürzt ist. Wir können jetzt hier noch zwischen verschiedenen Tests wählen. Ich nehme die mittlere Option. Er soll alle Tests laufen lassen und drücke einfach auf Start. Bestätigen wir das Ganze. So, jetzt will er noch das Ganze als Bookmark abspeichern. So, der Test läuft jetzt hier. Ich wechsle also jetzt zum nächsten Browser. Wieder alle Tests laufen. So, zweite Browser ist auch unterwegs. Microsofts IE. Bookmark speichern. Test läuft hier auch. Opera 10.10. Alle Tests. Start. So, was haben wir jetzt noch? Den Safari. Und der läuft auch. Können wir hier sehr schön sehen, wie hier getestet wird. Derzeit läuft Test 2 von 18 und hier kommen jede Menge Befehle an, die das Teil zum Absturz bringen sollen, nehme ich mal an. Schauen wir mal im Opera nach. Okay. Verschieben wir es wohl besser nicht. Was macht der Firefox? Ist der noch da? Ja, ist auch noch da, da läuft gerade Test 10, ein Overflow-Test. Deswegen reagiert er zurzeit etwas behäbig, aber solange er nicht abstürzt, soll alles okay sein. Nach Durchlauf des Tests haben wir einen oder mehrere klare Gewinner. Das Ergebnis recht gut. Alle haben bestanden in dieser Fassung auf Windows XP. Das ist für uns auf jeden Fall, sage ich jetzt mal, ein positives Ergebnis, denn wir haben denselben Test schon in einem anderen Video vor 2 Jahren einmal vorgestellt. Das Video ist jetzt hier also ein Remake. Es waren ebenfalls alle Webbrowser dabei, bis auf natürlich Googles Chrome-Browser. Den gab es ja damals noch nicht, den konnten wir also damals noch nicht testen. Und das Ergebnis damals war, dass 3 von 4 Webbrowsern ganz kläglich versagt haben. Der einzige, der es damals bestanden hat, war der Firefox. Jetzt allerdings, 2 Jahre später, haben die anderen offenbar ordentlich ihre Hausaufgaben gemacht. Funktioniert alles ganz wunderbar. Hier das Ergebnis. Gratulation, hat alles funktioniert. Der Iron Browser, Gratulation. Der IE in der Version 8 hat auch gut funktioniert.
Opera, alles klar. Und Apple Safari auch. Wobei Apple Safari und hier der Chrome-Browser, die kommen ja quasi aus demselben Stall. Ist aber eine andere Geschichte. Also funktioniert alles hier zumindest ganz wunderbar. Für Sie gilt allerdings immer noch, das nutzt Ihnen nichts, wenn die Webbrowser hier bei mir ordentlich laufen. Sie müssen das bei sich testen. Vor allen Dingen im Firefox, der ja mit seinen Add-ons sehr stark erweitert werden kann. Und viele Add-ons manipulieren natürlich die Darstellung der Webseiten. Und da kann also durchaus der ein oder andere Trick hier dabei mit abgetestet worden sein, der dann über das Add-on quasi das Ganze wieder nach unten reißt. Insoweit würde es uns schon ganz gerne in den Kommentaren interessieren, welches Betriebssystem, welcher Webbrowser und hat er bestanden oder nicht. Okay.